Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten The Legend of Zelda Twilight Princess Unterhaltung. Wir spielen mal wieder eben jenes Spiel. Und wenn ich sage mal wieder, dann, ja, es wird Zeit, ne? Weil ich habe jetzt eine gute Woche Pause gemacht. Ganz einfach, weil ich am letzten Wochenende nicht dazu gekommen bin, dieses Spiel zu spielen, weil da habe ich so ganz andere Sachen gespielt und so. Und da kam mir so ein bisschen was dazwischen und so weiter. Und ich musste ja irgendwie noch an was arbeiten und so weiter und so fort. Und bla, das war alles irgendwie so ein ganz kleines bisschen doof, ich weiß nicht. Unmöglich, da sind Leute in der Nähe, wir müssen wieder hinter irgendeine Hütte gehen. Ja, ab jetzt geht meine Reihe der kleinen Nichtigkeiten los in diesem Spiel, könnte man so sagen. Denn ich habe es ja beim letzten Mal versprochen, wir werden uns jetzt so einigen kleineren Nebenquests in Anführungszeichen widmen und ein paar Gegenstände einsammeln und uns daran erfreuen, dass dieses Spiel unglaublich viel zu bieten hat in mancherlei Beziehung oder so. Und wir werden einfach mal gucken und herausfinden und mal schauen, was das Spiel jetzt so wirklich zu bieten hat. Ich stelle übrigens gerade fest, dass mir die Grafik von dem Spiel ziemlich gefällt. Also, das sage ich jetzt mit 2 Wochen Abstand. Ich weiß auch nicht, das sticht jetzt gerade so ein ganz kleines bisschen ins Auge. Ich weiß auch nicht, irgendwie, es sieht alles so anders aus zu den Spielen, die ich sonst so spiele. Also momentan so spiele. Es ist ein Unterschied zu Resident Evil 4, das kann man an der Stelle vielleicht mal festhalten. Naja, wie dem auch sei. Wo gehe ich jetzt momentan hin? Ich gehe total falsch, naja, mehr oder weniger falsch, eigentlich ist es egal. Aber gut, wir gehen jetzt hier unten lang. La 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 la. Ich habe jetzt beschlossen, dass wir zunächst einmal zum guten Giovanni gehen, weil wir bei Giovanni unsere Geisterseelen abgeben wollen. Beziehungsweise, was heißt abgeben? Wir zeigen Giovanni unsere 20 Geisterseelen und dann wird Giovanni entweder hoch erfreut darüber sein oder eben nicht. Ich weiß noch nicht genau. Ich weiß auch nicht mal mehr, was für eine Belohnung wir jetzt tatsächlich von ihm bekommen. Da bin ich jetzt selber gespannt. Dup, 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 dup. So. Zum Wolf werden, ja. Aha. Entschuldigung, hier am Hinterhof können wir uns also einfach mal so in Wolf verwandeln. Das ist schön. Gucken ja nur ein paar Katzen zu. Ist ja egal. Okay, Giovannis Haus. Ja, der gute Giovanni. Der ist nämlich irgendwie scharf darauf, dass wir diese ganzen Geister für ihn killen. Und mal gucken, was der gute Giovanni jetzt zu uns zu sagen hat. Er kann sich bewegen, ganz offensichtlich. Endlich kann ich mich wieder bewegen. Das habe ich wohl alles dir zu verdanken. Nun, da sollte ich mich erkenntlich zeigen, ob ich dir hiermit vielleicht eine Freude machen kann. Vielleicht? Du erhältst Feentau. Die Flüssigkeit in der Flasche ist die Essenz des Feensegens. Was? Legen Sie auf Y oder X. Feentau füllt deine Herzen vollständig auf. Außerdem steigt für eine Weile deine Angriffskraft. Aha. Das findet man in der Gerudo-Wüste ganz im Westen. Da gibt es wohl eine Höhle. Aber mein Körper ist immer noch ganz golden. Vielleicht ist meine Seele ja noch nicht ganz komplett. Comprende? Ist Comprende überhaupt Italienisch? Ich habe keine Ahnung. Seltsam. Vielleicht hättest du ja 60 Geister fangen müssen, um meine Seele komplett zu machen. Ob ich dich wohl noch einmal losschicken kann? Ob mein kleiner Kläffer wohl noch einmal 38 Geister jagen kann? Vielleicht. Ja, ganz vielleicht. Bla 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 bla. Mein Italienisch ist wirklich zu schlecht. Ich hätte jetzt gerne noch so ein paar süße kleine Wörter einfach so eingebracht, aber ich muss sagen, vom letzten Italienurlaub ist erschreckend wenig hängen geblieben. Wann war ich das letzte Mal dort? Klassenfahrt, 12. Klasse, Venedig, ich glaube, ja, das könnte so ungefähr hinkommen. War sehr, also eine sehr schöne Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Moment, wir wollen hier nicht als Wolf unterwegs sein. Lass das! Wie, was, wo? Nein. Zum Menschen werden. Warum kann ich mich jetzt aber... Gut, weil ich schon gesehen wurde oder so. Ich weiß nicht genau. La, la, la. Wuff, wuff, wuff. Okay, gut. Ja, oh mein Gott. Jetzt sind hier überall... Oh, da, 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 da. Greift er mich jetzt an? Greifst du mich an? Greifst du mich nicht an? Hä? Traust dich? Traust dich nicht? Ja, da, 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 da. Kann ich dich angreifen? Nee. Ja, ja, ja. Aber hier mit der Lanze posen. Ist schon richtig. Andere Sache. Tatsächlich, die posen alle nur rum. Aber keiner greift mich an. La 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 la, oh die kleine Wache, la 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 la. Ha wuff, ha wuff, ha wuff, ha wuff. Andere Sache. Ansehen. Magikana. Warum spreche ich jetzt schon wieder so? Magikana, Haus der Wahrsagerei. Jetzt geht es nämlich folgendermaßen weiter. Also ich habe mir so überlegt, wir werden uns jetzt so ein ganz kleines bisschen um die Herzteile in diesem Spiel kümmern. Die Sache ist nur, wie findet man Herzteile? Nun, entweder man stolpert in einem Zelda-Spiel einfach über sie drüber oder man benutzt hier in Twilight Princess
ja, benutzt in Anführungszeichen. Man nimmt die Hilfe von Magikana in Anspruch. Die gute Magikana ist eine Wahrsagerin oder so. Wir haben sie in einem Video von mir, glaube ich, schon mal gesehen, ne? Ja, sie ist so eine Wahrsagerin, eine ja, jemand, der einem so ein bisschen weiterhelfen kann, wenn man nicht so genau weiß, wo man hin muss und so. Sie kann einem zum einen in die Zukunft, schauen und sagen, wo unser nächstes Missionsziel eigentlich ist. Und zum anderen kann sie eben auch Herzteile für uns suchen. Und sie zeigt uns dann immer so einen geheimnisvollen Bildausschnitt oder so von Hyrule und anhand dessen kann man dann so einigermaßen erraten, wo dann die Herzteile in diesem Spiel tatsächlich versteckt sind. Und es ist auch wirklich hilfreich. Das einzige Problem jetzt für mich an der Sache ist, Magikana, also wir bekommen ihre Hilfe natürlich nicht umsonst, sondern müssen ein paar Rubine dafür berappen, dass wir eben ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist jetzt zum momentanen Zeitpunkt ein bisschen schwierig, weil ich habe 0 Rubine. Jetzt könnte ich natürlich irgendwie Rubine farmen gehen oder so, muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so sonderlich viel Lust zu. Ich meine, wir gehen jetzt nach und nach sowieso wahrscheinlich... Hä? Was machst du denn hier? Oh, verzeih. Tut mir leid, aber ich bin gerade auf dem Heimweg. Wenn du mich sprechen möchtest, komm doch bitte zu Agnetas Schloss, dort hinter dem Tor. Hä? Was? Wie? Wo ist das? Warum ist die hier draußen unterwegs? Die sind nie draußen unterwegs. Komm doch zu Agnetas Schloss hinter dem Tor. Meinen Sie ganz normal ihr Haus oder was? Oder wie? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, interessant. So, was wolltest du eigentlich hier nochmal? Wenn ich etwas Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen vielleicht beseitigen. Ah so, wenn du Quellwasser hast, sprich mich ruhig nochmal an. Okay, zudem müssen wir irgendwann Quellwasser bringen. Ja, wie dem es sei. Rubine farmen könnte ich jetzt natürlich machen. Hier so ein bisschen Gras säbeln oder in irgendwelche Höhlen gehen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, muss jetzt nicht so unbedingt sein. Beziehungsweise wir gehen dann ja sowieso jetzt gleich noch in Höhlen und so, wenn wir dann Herzteile suchen und so weiter und so fort. Das kommt ja jetzt alles noch. Dementsprechend, ich werde ab diesem Punkt hier tatsächlich, wenn ich mich eben auf die Suche nach Gegenständen begebe und so, Gebrauch von einem Spieleberater machen. Und ich werde jetzt auch so ein ganz kleines bisschen zeitraffermäßig arbeiten, weil nebenbei, wie gesagt, ich weiß nicht alles auswendig. Ich habe den Spieleberater jetzt neben mir hier liegen. Ich gucke da gleich rein. Und in der Zeit, wenn ich da reingucke und mir ein Herzteil ausgeguckt habe, werde ich auch schon so ein ganz kleines bisschen vorspielen zu der Stelle, wo wir das Herzteil bekommen können. Und dann werden wir eben dort kurz vor dem Herzteil tatsächlich wieder einsteigen. Und das werden wir jetzt so eine ganze Weile machen, so beziehungsweise so lange, wie ich halt Lust habe. Und danach kümmern wir uns vielleicht noch um ein paar Goldinsekten und ähnliches. Und danach eben, ja, mal gucken. Also das ist jetzt erstmal so der grobe Plan für das weitere Programm. Ich hoffe, ihr seid damit so einigermaßen zufrieden. Ich weiß, manche Leute sind irgendwie so irre und würden jetzt wahrscheinlich liebend gerne sehen, wie ich hier von einem Punkt von Hyrule zum anderen stolpere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sind irgendwie zu lange Laufwege so teilweise. Und ich glaube, das müssen wir uns nicht im Detail tatsächlich angucken. Jedenfalls nicht zusammen. Ich versuche euch einfach das Unterhaltsamste und Spannendste jetzt so hintereinander wegzubieten. Das soll es an der Stelle dann eben einfach mal gewesen sein und wir sehen uns jetzt gleich bei irgendeinem Herzteil wieder, beziehungsweise kurz vor irgendeinem Herzteil, also bis gleich. So, zwischenzeitlich habe ich mich in einen Wolf verwandelt. Zwei Sachen. Also zum einen haben wir hier komische Gegner, die mich irgendwie angreifen. Zum anderen befinden wir uns hier gerade in, ja, der Hyrule-Ebene. Also ihr seht es ja auf der Karte, wo ich gerade bin. Und zum einen habe ich hier gerade gesehen, da ist doch irgendwie wieder so ein kleines süßes Irrlicht, was da so herumfliegt. Ich glaube fast, das fliegt da einfach nur so herum und wartet auf uns, so wie Irrlichter das halt machen. Springen, 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 springen. Ich sollte mich nur, glaube ich, einigermaßen beeilen, weil könnte sein, dass es gleich wieder Tag wird. Und die Irrlichter kommen ja nur bei Nacht heraus, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es dann plötzlich verschwinden würde oder so, wenn jetzt die Sonne aufgeht. Ich habe keinen Schimmer. Aber gut, was wir haben, das haben wir. Und deswegen schnappen wir uns das... Au! Das Irrlicht an dieser Stelle, wollte ich sagen. Vielleicht, eventuell, zumindest wenn die Gegner mich mal lassen. Oh Mann, ihr seid so kleine Mistviecher. Oh, was soll das? Nein! Nein, nein, nein. Irrlicht. Ich will mein Irrlicht haben. Komm her. Ja, na komm. Komm, komm. Ja, ja, komm. Jetzt brauchst du wieder zwei Treffer. Das ist nicht fair. Aber da habe da. So, okay. Und jetzt entreiße ich dir wieder deine Seele. Da, 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 da. Giovanni wird's freuen.
Du erhältst eine Geisterseele. Derp, 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 derp. Also wir hatten uns ja bisher im Let's Play noch nicht so sonderlich viel, so häufig, so oft, so sehr auf dieser Ebene hier umgeguckt. Oh cool. Ein gelber Rubin, der ist 10 Rubine wert. Ja, wir hatten uns ja bisher eigentlich nicht so sehr umgeguckt. Stattdessen, also wir sind, klar, mit Brutalo so ein ganz kleines bisschen hier herumgeritten und haben diverse Feinde eliminiert. Wir sind hier mit der komischen Kutsche oder so, als wir Ilja eskortiert haben, herumgefahren. Also mit der Kutsche sind wir herumgefahren und haben diverse Feinde, also Quatsch, wir sind nicht mit der Kutsche rumgefahren, wir sind mit Brutalo hier rumgaloppiert. Ist egal. Naja, wie dem auch sei. Ja. Die Ebene ist jedenfalls ganz nett. Man kann sich hier so ein ganz kleines bisschen umgucken. Und irgendwann fällt einem vielleicht auch mal irgendwann was auf. Wie zum Beispiel, oh, da oben ist ja etwas versteckt. Oh mein Gott. Ja, darauf kann man vielleicht ganz tatsächlich kommen, wenn man sich, wie gesagt, so ein ganz kleines bisschen umguckt. So, Sturmbumerang. Du erhältst ein Herzteil. Du hast jetzt insgesamt 5. Du erhältst ein zusätzliches Herz und volle Gesundheit. Das ist schön. Wow, jetzt haben wir schon 13 Herzcontainer. Könnte jetzt bis zum nächsten Herzcontainer ein kleines bisschen dauern, beziehungsweise wir brauchen erstmal jetzt wieder 5 Herzteile. Ja, das sind ganze 5. Also in Worten 5 und als Zahl 5 und wir brauchen halt 5 Herzteile und so. Und bis wir die beisammen haben, da wird wieder ein ganz kleines bisschen Zeit vergehen, glaube ich jedenfalls. So, jetzt könnte man hier in der Ebene bestimmt noch irgendwas finden. Ich glaube, ich erinnere mich gerade an etwas. Ja, wir sehen dort in der Ferne vielleicht schon etwas ganz verräterisch irgendwie so blitzen. Also so... Wir sehen da so einen kleinen Schimmer gewissermaßen. Vielleicht, eventuell, könnte das ja hinhauen, was ich hier gerade versuche. Ja, wo fliegst du hin? Komm her, kommst du her? Dankeschön. Nashornkäfer, weiblich gefangen, sein goldener Körper und so weiter und so fort. Cool, jetzt haben wir noch ein goldenes Insekt bekommen. Jo, das ging ja... Mensch, das war mal ein erfolgreicher Durchgang. Geisterseele, Herzteil und kleiner dummer Käfer. Der männliche Nashornkäfer müsste hier irgendwo auch sein, aber da komme ich jetzt, weiß Gott nicht drauf. Was sind das hier? Okay. Ja, irgendwelche Knochenwölfe oder so. Ich weiß es nicht genau. Interessant. Na gut, war jedenfalls sehr ertragreich das Ganze und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Herzteil wieder. Also bis gleich. So, ich denke mal, ich stelle jetzt schon an der Stelle fest, dass das Ganze eine, ja, recht interessante Angelegenheit werden dürfte, beziehungsweise eine recht zeitfressende. Kleines Problem an der Sache ist, ich gehe gerade chronologisch nach dem vor, was der Spieleberater mir hier anbietet. Ganz einfach, damit ich selber nicht den Überblick verliere. Währenddessen frage ich mich in meinem stillen Kämmerlein, ob ich auch tatsächlich immer dran denke, welche Herzteile ich jetzt tatsächlich schon gefunden habe und welche nicht. Hier ist übrigens kein Herzteil, ich weiß es gerade nicht. Daran habe ich mich jetzt eigentlich nur spontan erinnert, dass hier unten in unserem Haus ja noch so ein Keller war, wo sich anscheinend auch noch eine Truhe befindet. Okay, wir machen die Truhe mal auf, mal gucken, was hier drin ist. Aha, ein lila Rubin. Den hat wohl jemand ganz vergessen. La 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 la. Ja, Mensch. Unsere kleine Kohle in unserer kleinen Schatzkammer. Na, das ist schön, dass wir das an der Stelle dann jetzt auch geholt haben. Tralalalala. Ja, ist gar nicht so einfach. Also ich denke mal doch, dass ich ein relativ gutes Gedächtnis diesbezüglich habe und mich tatsächlich noch daran erinnere, welche Herzteile wir schon geholt haben und welche nicht. Und also wie gesagt, ich gehe gerade so ein bisschen nach dem vor, was der Spieleberater mir anbietet. Und das nächste Herzteil befindet sich eben hier in Ordon. Und das wird ein kleines bisschen Bonusspiellastig, befürchte ich. Und ich weiß auch nicht, ob ich es gleich beim ersten Mal schaffen werde. Denn es dreht sich wieder um die guten, schönen, süßen, kleinen Ziegen, die wir ganz zu Anfang des Spiels einmal hüten durften. Und die wir jetzt gleich wieder hüten dürfen. Und ich glaube, das ist jetzt irgendeine Zeitgeschichte oder so. Oder wir müssen einfach nur die Ziegen hüten. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt machen müssen. Auf jeden Fall sollen wir nochmal zu den Typen hingehen und da ein bisschen Brutalo herumgaloppieren. Und dann bekommen wir zur Belohnung ein Herzteil spendiert. So jedenfalls der Plan. Mal gucken, ob das auch wirklich so hinhaut. Jetzt wäre es natürlich nur ganz toll, wenn ich auch Brutalo hätte. Hab ich... Wie rufe ich jetzt Brutalo? Oder muss ich einfach nur mit ihm sprechen? Ich weiß nicht genau. Mal gucken. Lalalala. Hallo. Juhu. Hallo. Ich hab's schon gehört, Hering. Sie sind alle in Kakariko, oder? Ach so, die kleinen dummen Kinder, natürlich. Wir hier im Dorf waren so niedergeschlagen, aber jetzt geht es allen schon viel besser.
Das verdanken wir nur dir. Wirklich, danke, Hering. Ich muss gerade was gucken, weil irgendwie, da sieht mir meine Aufnahme gerade nicht gut aus. Ich überprüfe gerade mal was. Kleinen Moment. Das wären so ziemlich die Aufnahmen mit den meisten Cuts überhaupt. Ja, das sah gerade auf meinem Computerbildschirm so total doof aus, weil das Bild hing. Aber die Aufnahme lief trotzdem im Hintergrund weiter. Also, die Videodatei soll zwar anscheinend gut sein, aber gut, ist egal. Ist ja mein eigenes Problem und nicht eures. Also, überlass die Ziegen nur mir. Ich schaff das schon, auch wenn du nicht da bist. Viel wichtiger ist doch, dass Ilja und die Kinder schnell ins Dorf zurückkommen können. Alle zählen auf dich, Hering. Ja, wie, was, wo? Nee, ich will Ziegen hüten. Überlass die Ziegen nur mir, was, wie, wo? Nein, ich will Ziegen hüten. Ich will mein Herzteil. Habe da? Das steht im Spieleberater nicht. Moment, muss ich vielleicht, Moment. Wir rufen mal Brutalo schnell zu Hilfe. Und vielleicht, wenn ich ihn vom Pferd aus anquatsche, vielleicht darf ich dann ja Ziegen hüten. Ich will Züge hüten. Döp, 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 Deutsche Bahn. Döp, döp, döp. Ich will Ziegen hüten, damit ich mein Herzteil bekomme. Was soll der Mist? Reden. Ah, Hering. Und Brutalo 77 hast du gleich mitgebracht? Also, wie sieht's aus? Lust nach langer Zeit mal wieder die Ziegen in den Stall zu treiben? Es geht doch, ich wollte gerade sagen. Wenn Brutalo 77 dir hilft, bist du nur fertig. Machst du's? Aber klar. Also gut, heute bist du der Chef aus der Weide. Ja, Chef, Chef, Chef. Okay, Ziegen hüten, dab, 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 dab. Und los und go. Und irgendwie antreiben und besser machen und... Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Im Stall, ich verteile die Viecher auf der ganzen Weide. Oh, cool. Im Spieleberater stand nicht, dass ich irgendeine besondere Zeit oder sowas schlagen muss. Auch wenn ich jetzt fast... Ja, ich möchte doch fast davon ausgehen, dass ich eine bestimmte Zeit schlagen muss, oder nicht? Weil ansonsten wäre das doch jetzt zu einfach oder so. Ich weiß es nicht genau. La, la, la. Wo geht ihr Viecher denn alle hin? Ihr seid doch scheiße. So, hier. Zack, zack. Ja, und du auch bitte so abhauen. Irgendwie, oh Gott. Ziegenhüten, nein. Ich würde doch fast wetten, man muss es unter einer Minute schaffen oder so. Lap, dap, dap, dap. Das sieht mir so verdächtig aus. Ja, das sieht mir so verdächtig nach irgendwie einer Minute aus. La, 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 la. So, du gehst da rein. Danke. 17. Aha, aha. So, Zicklein, Zicklein an der Wand. Wer ist die schönste Ziege im ganzen Land? Nein, was machst du denn? Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Ihr steht alle so scheiße da. So, hier, zack. So, 20. Oh, bitte, gib mir mein Herzteil. Ich will das nicht nochmal machen. Bitte. Wunderbar, Hering. Gerade mal 1,10. Tolle Zeit. Dank deiner Hilfe bin ich viel schneller fertig als sonst. Ach so, deine Belohnung. Hier, damit du noch stärker wirst. Ich weiß, du kannst es brauchen. Hahaha, ich erhalte ein Herzteil. Ich erhalte ein Herzteil. La 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 la. Dank deiner Hilfe bin ich heute eher mit der Arbeit fertig. Danke, Hering. Ja, es ist zwar noch früh am Morgen, aber mein Gott, das war nämlich so ein ganz kleines Problem, weshalb ich auch froh bin, dass ich tatsächlich Cuts setze oder so, weil man kann diese Nebenquests oder wie auch immer wir es nennen wollen, leider nur tagsüber machen, weil nachts sind die Ziegen logischerweise in ihrem Stall. Und als wir das letzte Herzteil geholt hatten und so, da war es ja noch Nacht. Das heißt, ich bin dann erstmal nach Ordon hin, hab dann festgestellt, scheiße, es ist Nacht. Das heißt, ich musste wieder zurück in ein Gebiet, wo die Zeit vergeht und so weiter und so fort. Also es war jetzt nicht gerade sehr schön. Wir hätten warten müssen und so weiter und so fort. In der Zeit hätte ich noch andere Herzteile holen können oder so. Aber dann hätte ich wieder meinen ganzen Plan hier aus dem Spieleberater über den Haufen werfen müssen und so weiter und so fort. Also es ist alles nicht so einfach. Egal. So, Hering labert ganz viel. Hering sucht jetzt das nächste Herzteil raus. Also wir sehen uns dann gleich beim nächsten Herzteil. Bis gleich.